Ja, manchmal meint es das Schicksal einfach gut mit uns. Und besonders gut mit Mirja. Du suchst einen neuen Partner. Ja. Und wir haben gleich drei potenzielle Kandidaten für dich. Aber jetzt nur die, oder was? Ja. Nein, ich würde sagen, es scheint nach einem sehr, sehr schönen Spiel, nämlich unserem Herzblatt. Ich würde sagen, du setzt dir den Kopfhörer auf und auf den freien Hocker und ihr kommt gleich dazu. Und zwar in der Reihenfolge sitzt ihr jetzt neben mir ja Lars, Elton, Olli. Setzt euch gleich daneben. Aha. Ne? Dann gebe ich euch nämlich eure Rollen fürs Herzblatt. Und zwar, ich habe ja ganz schlimme Musik drauf. Ich hoffe, du hörst uns nicht. 20 Zentimeter. Was? Das war ein sehr so schlimm ist die Musik. Auch wieder das war ein sehr guter Test, aber sie hätte sonst was gesagt. So, pass auf, Lars, ja. Du bist ein junger, attraktiver. Jetzt wird das schwer. Das wird schwer, ja. Ja. Junger, attraktiver Seehund während der Fütterung. Hä? Seehund während der Fütterung? Elton, ja? Du bist ein junger, attraktiver Kfz-Mechaniker, der zu viele Autos, aber auch Frauen aufgebockt hat und deshalb den Unterschied zwischen Autos und Frauen nicht mehr weiß. Wer weiß den schon? Ja. So was ganz Schönes, Leichtes. Machistisches, ja. Was sich so vielleicht ganz von selbst ergibt gleich. Olli, du bist auch ein junger, attraktiver. Nein, du bist ein Fünfjähriger. Du bist ein Fünfjähriger bei der Sendung Dingstar. Ja? Ja. Lars, nimm mir mal den Kopfhörer ab. Du kannst die Kopfhörer jetzt abnehmen. So, wir haben da ganz tolle Typen für dich gefunden. Ja. Also viel Spaß. Auch optisch schon. Ja. Sehr ansprechend. Kandidat Nummer 1. Unser erstes. Ich freue mich. Unser erstes Treffen ist rein telefonischer Art. Wie würdest du dich am ehesten beschreiben, wenn ich dich nicht kenne? Ich bin nicht hässlich. Ich bin nicht hässlich. Und habe Hunger. Keuchhusten. Keuchhusten auch? Gut. Du bist nicht hässlich. Ja. Ja, Kandidat Nummer 2. Wie beschreibst du dich am Telefon, damit ich weiß, wie du wirklich aussiehst und wer du bist? Also erstmal. Brauchst du einen Termin? Abgas-Sonderuntersuchung, weißt du? Wichtig. Und ohne TÜV kommst du bei mir auch nicht ran. Kandidat Nummer 3, wie beschreibst du dich mir am Telefon? Oh Gott, das sind doch wieder nur Schwachmaten. Ich hab die Frage nicht verstanden. Aber ich finde, der mit der Brille sieht total doof aus. Hey, hey, pass gut. Auf, Alter. Kandidat Nummer 1. Meinst du, ne? Ja. Unser erstes Date und ich schlage vor, wir gehen in den Zirkus. Wie gefällt dir das? Gut. Ja, gut. Kandidat Nummer 2. Ja.
Unser erstes Date und ich schlage vor, wir gehen in den Zirkus. Hast du einen anderen Vorschlag oder findest du das gut? Ich pack dich erstmal auf die Hebebühne, Ruf. Damit ich erstmal unten einen kleinen Motorcheck machen kann. Vergaser, weißt du? Mein Einspritzer funktioniert ja noch einmal frei. Aber der muss jetzt kommen. Deine Hupen sind geil. Ja, Kandidat Nummer 3. Erstes Date, gehst du mit mir in den Zirkus oder schlägst du was anderes vor? Wie viel Uhr ist denn der Zirkus? Erstmal wollte ich mich kurz beschweren, weil Kandidat 1 hat eben voll fies nach Fisch aufgestoßen. Und kann ich jetzt nach Hause gehen? Du musst schon eine Auswahl treffen. Nee, ich muss noch eine Frage stellen, weil was ist das denn? Kandidat Nummer 1. Du versuchst mir näher zu kommen, körperlich. Also wie stellst du das an, oder, ohne dass es mir direkt total plump auffällt? Ich robbe mich ganz langsam. Kandidat Nummer 2. Das hier, dieses Asozial irritiert mich daran so ein bisschen, aber vielleicht sind die ja so. Wie versuchst du mir näher zu kommen? Sag nicht, du lädst mich zum Go-Kart-Fahren ein. Ach, so eine Ausfahrt ist nicht übel, aber wenn ich dir zu nahe komme, habe ich Angst, dass du Treckerventile kriegst. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Treckerventile? Traktoren? So ja. Wie auf der Landwirtschaft? Nee, die mache ich aber auch fertig. Also auch. Jetzt. Aber so Autos ist auch schon nicht verkehrt, Alte. Ja. Gut, ja gut. Kandidat Nummer 3. Verstehe kein Wort. Ja. Was nochmal? Wie versuchst du mir nahe zu kommen? Lass es besser bleiben, aber wenn du es versuchen würdest, wie wird das aussehen? Das ist so, wenn zum Beispiel, wenn ein Mann... Wenn er möchte, dass eine Frau sich auszieht, dann gibt er dir ganz viel Geld und dann legen die sich so übereinander und dann sind die Freunde. Ja. Aber können wir nicht. Aber ich fände es der Anhänger von dir oder was? Ich fände es besser, wenn wir einfach Yu-Gi-Oh! Karten tauschen. Ja. Ja. Möchtest du lösen? Ja, nee, aber ich mach's mal. Ja. Also ich entscheide mich auf jeden Fall nicht für Kandidat 3, weil ich glaube, der ist in einem Alter, wo ich in den Knast käme, wenn ich mich. Ja, ja, hast du wohl recht. Ja. Also er war wirklich extrem jung. Wie er ist so ein Kind aus der Dings da. Ja, exakt! Auf den Punkt, Frau Böhs. Aber ich hatte gedacht, Dingster-Sendung im Niveau der Supernanny. Absolut. Ja. Ja, so sind die ja heute. Dingster gibt's ja nicht mehr. Wenn es doch gäbe, wäre es so. Genau. Ja, Kandidat 2, sorry. Sind die Airbags eigentlich echt? Ich habe gedacht, erst du wärst Cora Schumacher. Aber er ist ja auf jeden Fall Autorennfahrer. Oder er ist Automechaniker. Ja! Ja, andermal. Ja. Mensch. Ich gehe dann auch schon mal rüber. Geh mal zu dem Kind rüber. Also das Besondere an ihm ist natürlich, dass sich seine Liebe mischt. Ach, ja. Zu Frauen wie zu ja, er ist sein Auto lieber als die Frauen. Genau so, ja. Ja, ich habe ja Tiere gern. Ich weiß jetzt nicht, ob du denkst, dass du eine bist oder dass du tatsächlich ein Robbe oder ein Seehund bist. Ja! Hunger.
schon ein alter, weiser Mann namens Roberto Blanco. Ein bisschen Werbung muss sein. Bleiben Sie dran, dann mache ich auch gleich den Puppenspieler von Mexiko.